Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 11. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und bekommt einen Einfluss von Stern Baten Kaitos. Diesem Stern Baten Kaitos befindet sich im Sternbild Walfisch. Und dazu gibt's eine Geschichte. Es gab einmal eine Königin namens Cassiopeia. Und diese Königin hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben davon was gehört und haben sich sofort beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres. Poseidon wurde zornig und schickte die Walfisch im Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Der Walfisch dachte, warum sollte ich das machen, was Poseidon mir befiehlt, ich mache, was ich will, und folgte nicht. Sie nahm einfach die Königstochter Andromeda und fesselte im Felsen. In die Nähe war Medusa, die furchterregende, und jeder, die Medusa erblickt hat, hat sofort Angst bekommen und verwandelte das alles wie ein Stein. Andromeda hat auch Angst gehabt, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda. Und Perseus schneidete den Kopf der Medusa ab. Und das war die Befreiung Andromedas. Die beiden, Perseus und Andromeda, sie haben sich auch verliebt. Und diese Geschichte erzählt von Angst zu befreien. Aber noch etwas. Jemand versucht uns Angst zu machen. Und das sind die Einflüsse von außen. Und das erzählt der Sternbild Walfisch und auch diesem Sternbaten Kaitos von diesem Sternbild. Jemand versucht uns auf etwas erzwingen, befehlen, Angst auslösen. Und das sind die Einflüsse von außen. Und die Sonne bekommt dieser Einfluss von Baten Kaitos. Und Sonne ist das Licht, symbolisiert auch unseren Augen. Also wir sollen sehen und das erkennen, welche Einflüsse sind gerade da. Wer versucht uns etwas befehlen und sogar Angst auslösen, und wir sollen von dieser Bindung befreien. Und das erzählt diese Geschichte. Wir haben aber nochmal eine Geschichte, weil unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und hat auch einen Einfluss von Foramen. Dieser Foramen ist ein Schlüsselloch. Rundherum ist Nebel, also das ist gar nicht so leicht zu finden, dieses Loch, diesem Schlüsselloch. Und wo ist dieses Schlüsselloch? Im Schiff Argo. Und dieses Schiff Argo wurde von Argos gebaut, damit die Argonauten fahren können, die goldenen Felder wieder zu holen. Das ist auch gelungen. Das war aber eine lange Reise und auch eine gefährliche Reise. Und das war dieses Schiff Argo. Argos hat das gebaut. Die Bauplan kam aber von Athene. Athene ist die Göttin, die Strategie des Krieges, die Kriegskunst, aber auch die Waffenherstellung, die Schmiedekunst und das Handwerk. Der Stadt Athen trägt auch ihren Namen. Also wurde benannt von Athene, der Stadt Athen.
Und Athene war dafür verantwortlich, dieses Schiff, die Bauplan zu machen. Und Athene hat in diesem Schiff Argo eine Orakel einbauen lassen, der Orakel von Zeus. Und das könnte sprechen und ihm sagen, in welche Richtung sollen sie navigieren, damit sie den goldenen Felder wieder auch finden und zurückholen können. Interessant ist, dass dieses Schiff Argo und auch dieser Stern Foramen liegt genau gegenüber von Widder. Und im Tierkreiszeichen Widder ist es versteckt, diese goldenen Felder Widder. Und was symbolisiert diese goldenen Felder Widder? Die Widder symbolisiert der Neuanfang, auch die Frühlingspunkt. Also ein Neuanfang. Und bei jedem Neuanfang sollen wir auf unsere Ausstrahlung achten. Weil das hat eine Bedeutung. Das ist unserem Energiefeld, unserem Aura. Und diese Aura, diese Energiefeld, kommt von unserem Inneren. Und das besteht von unserem Denken und von unserem Fühlen. Also es ist wichtig, angstfrei sein, positiv denken. Dadurch ändert sich automatisch unser Energiefeld. Und es soll sein wie Gold. Diese Ausstrahlung symbolisiert auch die Sonne. Das Gold hat eine Verbindung zur Sonne. Und wenn wir diese Ausstrahlung haben, besonders wenn wir etwas Neues beginnen bei Neuanfang, das zeigt auch die Widder, dann ist es unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein kosmisches Gesetz, alles was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Und so können wir das verstehen, warum hatte das eine Bedeutung, die goldenen Fell. Und warum ist das in Tierkreiszeichen Widder versteckt? Weil das symbolisiert das Neuanfang. Und das goldene Fell ist unserem Aura. Und das Farbe Gold hat einen Bezug zum Sonne. Und das ist schon mal ein halber Erfolg. Und so beginnen wir unserem Schritte im Leben. Und dadurch ändert sich die Anziehungskraft. Und diese ganze Geschichte, die Schiff Argo, bei jeder Bewegung, dieses Schiff symbolisiert die Bewegung, die Reise, das Handeln und unserem Leben ist nun mal in einer Bewegung, dass wir immer zurückholen die goldenen Felder Widder und achten wir, besonders bei Neuanfang, auf unsere Ausstrahlung. Und das ist diese Geschichte und die liegen auch gegenüber. Und wenn gegenüber liegt, spiegelt auch etwas. Und hier haben wir eine Aufgabe, das im Gleichgewicht bringen. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und im Tierkreiszeichen Wassermann bekommt ein Einfluss von Nashira. Und auch von Sadel Sud, diese beiden Sterne sind Glückssterne. So haben etwa im Mittelalter die mittelalterlichen arabischen Astronomen, Astrologen das bestimmt. Aber nicht nur Nashira und Sadel Sud bestrahlt die heutige Mondbewegung, sondern von Deneb al-Gedi. Und diese Deneb al-Gedi wirkt in diesem Bereich Tierkreiszeichen Wassermann, aber gehört noch zum Tierkreiszeichen Steinbock. Das ist das Schwanz der Steinbock. Und die Name kommt auch von Arabischen und bedeutet etwas zum Ende bringen. Etwas beenden, etwas anfertigen, etwas zum Ende bringen und das bringt auch Glück, weil die Sterne hängt das alles zusammen. Also wir sollen unsere Arbeit beenden oder etwas zum Ende bringen und daran liegt auch die Glück, das Glück, die Erfolg oder die Anerkennung. Und das sind die Einflüsse von Sternen. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen?
Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Hier befindet sich die Sonne und hat einen schönen Einfluss von Mond. Und die beiden Lichter Sonne und Mond stehen heute in Harmonie. Und es wirkt auf unserem Gemüt. Das heißt, wir haben heute die inneren Gleichgewicht, die innere Ruhe, die inneren Harmonie. Die Gespräche, das sind immer noch im Verborgenen. Es wird auch alles so zurückgehalten. Das hat eine Bedeutung, dass etwas gebremst ist und wir bekommen nicht die Information, was wir brauchen. Kann auch bedeuten, dass jemand die Geheimnisse hat und hält etwas noch im Verborgenen. Also das ist immer noch, diese geheime Gespräche ist immer noch aktuell. Die Wiedergeborenen haben die Bedürfnis aber nach Klarheit oder möchten etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, wahrgenommen werden. Heute ist das Glück da, was auch Erfolg verspricht, dass sie finden die inneren Gleichgewicht, die inneren Gelassenheit. Bei vielen Wiedergeborenen ist auch eine Veränderung, aber sie fühlen sich etwas unsicher, weil sie empfinden etwas als ungerecht. Und sie wissen nicht, wie können sie das klären, wie bringen sie das in Ordnung, weil die Ungerechtigkeit, das kann störend sein bei einigen Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen bewegt sich die Liebesplanet Venus und es ist auch sehr wichtig, Liebe und Partnerschaft. Die Stiergeborenen haben die Sehnsüchte, in eine glückliche Partnerschaft zu leben, wahrgenommen werden, Anerkennung bekommen, Glück haben in die Liebepartnerschaft. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar. Aber Geduld, in den kommenden Tagen kommt schon die Bestätigung oder die Kontakte, kommt wieder alles im Fluss, kommt alles wieder in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, die Werte, die Wertschätzung und die Finanzen. Und das bringen sie auch in Ordnung. Und diese Leichtigkeit und auch das Glück, und die Gewinnchancen, das haben sie gerade die Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen die Stabilität, einen festen Boden unter den Füßen. Und sie brauchen auch die Ruhe und die Gleichgewicht. Und es gibt die eigenen Zuhause. Und das, was die Krebsgeborenen gerade genießen. Aber sie verschönern das auch. Einige Krebsgeborenen ändert sich etwas in wohnlicher Situation. Eine neue Einrichtung oder sogar Umzug. Die bemühen sich gerade, ihren Zuhause bequem zu machen. Und sie genießen auch diesen Rückzug, diese Zurückgezogenheit, weil da liegt gerade die Ruhe, da liegt auch gerade die Kraft. Und Kraft brauchen momentan die Krebsgeborenen und sie sollen auch darauf achten, in welche Richtung lenken sie ihre Aufmerksamkeit, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn die nicht Nein sagen können und versuchen hier mal dort helfen und sich einsetzen für sich selbst, für anderen, das kann auf einmal zu viel sein und dabei verlieren die Krebsgeborenen die Kraft. Also ökonomisch denken und auch mal die Ruhe bewahren. Da lieber mal Nein sagen, wenn das angebracht ist. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben tolle Ideen. Und sie möchten das auch umsetzen. Viele Löwengeborenen möchten beruflich etwas entwickeln, eigene Ideen umsetzen im Beruflichen oder die Selbstständigkeit starten oder etwas verbessern, verändern in beruflichen Situation. In die Liebepartnerschaft fühlen sich ein bisschen eingeschränkt momentan. Aber der berufliche Erfolg, das ist möglich, gerade bei den Löwengeborenen. Wichtig ist die innere Gelassenheit, die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren haben zurzeit weniger Glück im Arbeit. Sie fühlen sich irgendwie wieder beengt, eingeengt, wie gefangen in beruflichen Situation. Sie können schwer durchsetzen.
Aber sie haben die Kraft und die Mut, beruflich etwas verbessern, aber da sind Einschränkungen da. Und das kostet auch sehr viel Kraft. Und viele Jungfraugeborenen überlegen sich gerade, dass sie beruflich verändern, dass sie etwas Neues machen. Oder wirklich bemühen sie sich, diese Kraft und Mut zu zeigen oder mal die Meinung zu sagen. Aber das ist nicht allzu leicht, nicht zu einfach momentan. Weil sie stoßen an ihren Grenzen, bekommen zu wenig Verständnis momentan. Die Tierkreiszeichen, aber zurück noch zur Jungfraugeborenen. Die Jungfraugeborenen haben aber Glück, was die Liebepartnerschaft betrifft. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, die Liebepartnerschaft, aber auch die Berufung. Bei vielen Wagengeborenen ergibt sich jetzt die Möglichkeit, etwas zu verändern in ihrem Leben. Und sie sollen auch nicht allzu lang überlegen, sondern hier gilt auch, was dieser Vorrahmen sagt, dieser Schlüsselloch, jetzt alles in Hand zu nehmen und mit dem richtigen Schlüssel die richtigen Tür zum Öffnen. Und die Widder zeigt auch etwas, weil das spiegelt etwas für die Wagengeborenen. Und das sind die Veränderungen. Und auch die Ausstrahlung, diese goldenen Vlies der Widder zu holen. Und das ist sehr aktuell momentan bei den Wagengeborenen. Etwas in Bewegung setzen, etwas verbessern, die richtigen Tür zum Öffnen und auch die richtige Ausstrahlung haben. Das heißt, ohne Angst, ohne Zweifel mutig zu sein, die Chancen, Möglichkeiten ergreifen und etwas verändern, etwas in Bewegung setzen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sind ein bisschen unsicher, was die Gerechtigkeit betrifft. Sie haben gerade das Gefühl, es sind vieles unklar und das empfinden die Skorpiongeborenen momentan als ungerecht. Die Liebepartnerschaft spielt auch eine Rolle, gerade bei den Skorpiongeborenen, weil das, was das Leben spiegelt momentan. Auch wenn sie unsicher sind oder kommt noch keine Bestätigung, ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen ist der Erfolg da in der Liebepartnerschaft. Aber was die Gerechtigkeit betrifft, das läuft nicht so gut und das, was die Skorpiongeborenen als ungerecht betrachten. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben immer noch diese Wandlung, dieser Prozess. Vieles ändert sich, das ist nicht nur die Umstände, sondern die Einstellung, die Gefühle. Die Schützengeborenen achten drauf und selbst verändern sie momentan. Die ändern ihre Einstellung, ihren Gefühlszustand. Auch die Umstände werden bei vielen Schützengeborenen gerade ändern. Was die Liebepartnerschaft betrifft, da fühlen sie sich ein bisschen unsicher. Die Gespräche laufen momentan nicht so gut. Ein bisschen Geduld, bis sich das alles dreht und dann kommen die Kontakte, kommen auch die Gespräche. Aber die Umbrüche, Veränderungen, das ist gerade die Zeitqualität, was auch die Schützengeborenen trifft. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Sehnsüchte und sie nehmen ihren Gefühlen wohl wahr und wichtig ist die Liebepartnerschaft. Aber nicht nur dieses Gefühl, diese Sehnsüchte verspüren, sondern auch die Kontakt suchen und diese Gefühle zeigen, offen zu sein, weil sie bringen gerade ihren Liebesleben, ihre Partnerschaft in Ordnung. Aber nicht nur die Liebe ist wichtig für die Steinbockgeborenen, sondern auch die Berufung. Da möchten sie auch eine Verbesserung. Da sind auch Sehnsüchte da und die Ziele, was die Steinbockgeborenen erreichen möchten. Und beidem Bereich, auch beruflich und auch in die Liebepartnerschaft haben die Steinbockgeborenen Glück. Aber keine Angst vor Neuanfang, keine Angst vor Veränderungen und nicht einschlafen die Möglichkeiten, sondern aktiv sein. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen bewegt sich einiges und sie haben zurzeit beruflichen Erfolg
und sie bekommen auch die Anerkennung. In der Liebe, Partnerschaft sind momentan Einschränkungen da, aber beruflich auf jeden Fall ist die Anerkennung da und auch die Erfolg. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren haben das Gefühl, es zieht etwas nach unten oder fallen in eine tiefe Loch rein und da brauchen die Fischen geborenen die Kraft, um da rauszukommen, da von Ängsten zu befreien oder von Gefühlen, was kränkt oder von Enttäuschungen. Vieles hängt mit Vergangenheit zusammen und es ist wichtig, das Loslassen. Die brauchen gerade diesen Heilprozess und von diesen Gefühlen verabschieden und dann kommen sie auch von diesem Loch raus und kommt etwas in Bewegung, dann geht alles vorwärts und sie werden auch wahrgenommen und die kommenden Tagen kommen auch Veränderungen, bewegt sich dann einiges bei den Fischengeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.